So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Metal Gear Survive. Das heute wird eine leichte Special-Folge. Leichte? Es wird halt einfach eine. Wir kümmern uns heute um den Basenbau. Und mal schauen, vielleicht holen wir noch irgendwas zu futtern. Also halt ein paar Tiere boxen und so. Wobei, vielleicht wäre es gescheiter, wenn wir gleich was zu futtern holen, weil die sind ja gleich ums Eck. Und noch mehr? Mittelgroß. Mittel, nix. Komm, wir gehen jetzt erstmal Tiere boxen. Und danach kümmern wir uns um Basenbau. Ich bin jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich bis dahin, wenn ich die hochlade, ob ich da die anderen Folgen schon hochgeladen habe. Ich glaube 16 und 17 laden gerade, wenn ich mich nicht täusche. Die müssten dann auch schon online sein. Eigentlich wollte ich die gestern schon aufnehmen, nach Folge 13 oder so. Hab mich aber dagegen entschieden. Und zwar, ich wollte mich einfach mal bei euch bedanken. Alter, ihr seid echt der Hammer. Ich bin überlegt, dass ich vor, keine Ahnung, einem Monat oder sagen wir vor Monster Hunter World, wo ich gespielt habe, noch bei 13 Abonnenten rumgekrebst bin. Boxen! Verdammt! Und jetzt bei momentaner Stand ist, glaube ich, 234. Alter, ich bin so happy, ey. Und Dankeschön. Dankeschön an alle da draußen. Und dann auch noch die ganzen Tipps und Vorschläge, was ich mir reinhaut, ey. Das ist wow. Ich glaube, ich war mal am Abend bloß eine Stunde beschäftigt, nur zurückzuschreiben. Gut, ich überlege aber auch immer viel zu viel, was ich alles schreiben soll. Komm her. Mittlerweile transportiere ich auch die ganzen Viecher, wie ihr seht. So, was noch? Gehen wir da noch? Da oben war auch eins, oder? Nee. Die wirkliche Singularität. Ja, was wollte ich noch sagen? Scheiße. Fuck. Ja, also nochmal danke an alle, die wo mir Tipps geben und schreiben, wie ihnen mein Video gefällt oder was ich besser machen kann. Und ja, ich bin verpeilt. Ich gebe es zu. Ich bin verpeilt. Manchmal. Nicht immer, aber immer öfter. Klaus da, alles was ein Bier braucht. Nein, ich schmarre. ja. Das mit den Zäunen. Ich denke mal, das hat den meisten gefallen. Und wie ihr seht, ich habe schon wieder keine Zäune dabei. Aber ich denke mittlerweile öfter dran. Wahrscheinlich nachdem jetzt das halbe Spiel rum ist oder so. Ich bin jetzt, glaube ich, an der Stelle vom Spiel, wo ich jetzt wieder eine große Schlacht haben werde. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, komm, jetzt wäre doch das Beste. Ich nehme jetzt auch zwei Arten von Zeug mit. Aha, aha. Nein, so eigentlich sogar drei. Und wo ich die Basis verteidigen muss und ausbauen muss. Ich habe jetzt vorhin auch. Nein! Ich habe die gerade ins Lagerhaus gesteckt, stimmt's? Verdammte Scheiße. Nein, das ist Verbrauchsgegenstände. Hä? Hallo? Ausrüstung ändern. Ah. Ja, nein. Ah. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und da dachte ich mir, es gäbe doch keine bessere Chance, jetzt da mal die Basis aufzubauen und ein bisschen Scheiß zu machen, als hier. Was zur Hölle macht ihr die ganze Zeit? Warum seid ihr schon wieder alle irgendwie krank? Die sind so blöd, sich zu heilen. Oh, die haben schon die ganzen Medizin durchkaut. Nö, 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 nö. Geh weg, Katze. Fuck. Fuck. Warte, wo geht's hin? Hä? Hab ich mal Heilungsding aufgestellt? Bin ich jetzt ganz blöd? Oh, da. Ich habe Basis schon wegen umgebaut gehabt, deswegen. Leicht verpeilt. Darmmedikament. Da könnt ihr mal. Acht haben. Ich muss ein bisschen was für mich behalten. Wenn ich wieder mit den Zombies spiele. Aha.
So. Wir müssen denn jetzt mal Häuschen bauen, ey, weil die sonst meckern sie und dann. Was hast du den Rucksack und alles her? Wann habe ich dir den Rucksack gegeben? Oder hattest du den schon dabei? Ja, das weiß ich. Ich komme irgendwann mal drauf zurück. Nee. La 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 la. Und da. Ich kann Zelte bauen. Ja, Mann. Passen da über zwei rein oder nur einer? Immerhin kannst du dieses Gebäude ebenfalls benutzen. Cool. Meckern die immer noch. Ach komm, jetzt fehlt noch eins. Ach komm, der letzte kann auf den Boden schlafen. Sauberes Wasser. Ich weiß jetzt, soll ich da alles mitnehmen? Ich meine, die anderen brauchen ja auch was. Also gut, ich wollte eigentlich noch die kleinen Tiere holen. Toll, jetzt wird es eigentlich bloß, scheinbar bloß noch eine Zocker-Session. Wo war jetzt das die kleinen Arschlochtiere? Hier. Gehen wir da hin. So, ja. Was gibt's über mich zu erzählen? Ich wollte eine Special-Folge machen. Ich heiße Florian. Bin 31. Ja, voll der alte Sack. Von meinen Freunden darf ich mir mal anhören, na? Hm? Geht schon stark auf die 40 zu? Haha, haha, haha. Leckt mich. Nee, ich hab damit kein Problem. Ich bin. Ja, was gibt's über mich alles zu erzählen? Ich zock leidenschaftlich gerne schon seit Ewigkeiten. Deswegen habe ich mir. Ach ja, ich will echt scheiß Ausdauer. Oh ja, ich sollte mir was fressen. Habe ich noch schon eine Schafsuppe dabei? Oh ja, ich habe einen Haufen Scheiß dabei. Oh, fucking Mais wollte ich auch noch anbauen. Oh nein, den fresse ich diesmal nicht weg wie die scheiß Kartoffel. Wo war ich? Florian, 31 Jahre alt, leidenschaftlicher Zocker, Freunde verarschen mich. Ja, ich schaue auch gerne Animes und das ganze Zeug, das ist auch schon seit Ewigkeiten. Mittlerweile nicht mehr ganz so viel. Ja. Ich habe mich dann irgendwann entschieden, weil ich ja eh so viel zock. Hä? Oh. Aha! Verdammte Scheiße, das ist unfair, zu zweit. Kleines Arschloch. Dich nehme ich mit. Dafür hängst du jetzt. Achso, der hängt am Genick. Ja. Ich habe mich dann wegen YouTube, habe ich mich dann irgendwann entschieden, weil ich mir dachte, ey, du willst jetzt keiner von diesen. Du wirst. Oder eher, was heißt du willst? Du willst. Was? Ups. Du wirst wahrscheinlich keiner von diesen großen YouTubern, bla bla bla. Aber ey, du laberst ganz scheiße in der Arbeit und das ganze Zeug. Vielleicht findet sich ja ein paar da draußen, denen wo das gefällt. Ich habe zwar ein paar Startschwierigkeiten. Ja, sagte, hier sollen mittelgroße Tiere sein. Wo seid ihr? Was zur Hölle? Ja, und ich dachte mir dann irgendwann, magst du es einfach mal? Und das hat dann so Spaß gemacht. Das Schneiden, das Rausfinden, wie macht man es am besten? Was kann ich aus meiner Leitung rauskitzeln, um die Videos hochzuziehen? Vor allem, weil ich halt, ja, ziemlich wegen einer abgelegenen Kaff wohne. Da habe ich damals, wie wir hergezogen sind, 16.000er Leitung bestellt und ja, im Prinzip geht hier nur eine 2.000er. Hey, hier sollen doch kleine Tiere sein, verdammte Scheiße. Oder waren es mittelgroße? Hä? Oh. Das habt ihr nicht gesehen. Ich hab schon wieder vergessen, diese scheiß Markierung zu setzen. So ein Scheißdreck. Das ist mir schon mal passiert. Da bin ich. Ihr habt's wahrscheinlich nicht gesehen. Oder hab. Oder B. Ich
Ich hab's markiert, dachte ich, und dann bin ich in die andere Richtung gelaufen. Und irgendwann waren dann 1000 Meter dann, wie ich gemerkt habe, dass das dann... Ja. Nee, so, weiter. Weiter im Text. Ich brech dich. Ja, ich bin auch zu schnell zu... Ich kann mich auch gut ablenken. Vor allem beim Zocken. Ja, und da dachte ich mir irgendwann, wenn es genug Leuten quält, könnte ich vielleicht, weil ich meine, Spiele sind halt nicht günstig, ne? Dachte ich mir, vielleicht könnte ich mir dann wenigstens vielleicht meine Spiele ein bisschen damit finanzieren auch. Ich meine natürlich hauptsächlich, weil es einfach Spaß macht. Und ich denke jetzt auch nicht, ey, geil, Mann, ich ziehe da jetzt Millionen raus. Klar, überhaupt nicht. Was zur Hölle? Was magst du da? Ist der jetzt tot? Was für ein Trottel. Und ja. Wobei das mir irgendwann dann egal war, muss ich zugeben. Wie gesagt, der Grundgedanke war halt wirklich, es vielleicht einfach mal zu probieren, so wegen so als Nebending, so als Spaß und so. Vielleicht könnte man da irgendwann was draus machen. Aber hauptsächlich ging es. Aber irgendwann dachte ich mir dann einfach, ey, komm, scheiß drauf, das macht so viel Laune zu spielen. Ich meine, es ist schon Arbeit wegen. Du nimmst die Spiele auf. Vor allem vorher war es halt wirklich so. Ich habe mir halt. Ich meine, du fängst ja nicht an und sagst du, ey, ich mache jetzt ein paar YouTube-Videos. Ich gebe mir schnell 500 Euro aus und kaufe mir ein Mikro, eine Game Capture Card und rüste meinen PC auf und allen möglichen Scheiß. Sondern ich habe es dann halt wirklich erstmal mit der PlayStation 4 angefangen. Und einfach mit dem Headset mal Zeug aufgenommen. War natürlich dann eher qualitativ Bullshit. Also es ging, aber es hat mir überhaupt nicht gefallen. Vor allem, weil so leichtes Rauschen immer irgendwie drin war. Doggy Doggy! Wuff wuff! Wuff wuff! Hast mich nicht gesehen! Zu spät! Trottel! Von wegen Hunde und gute Nasen. Ein Scheißdreck. Und dann habe ich mir irgendwann ein Mikro gekauft. Das hat ja 30 Euro gekostet. Ja, ihr hört schon am Preis, 30 Euro. Ich dachte mir nochmal, ja, gute Bewertungen auf Amazon, das geht schon. Ja, das kannst du bei jemand... Mal da zwei. Das kannst du bei jemandem wie mir komplett vergessen. Ich bin bei sowas einfach zu perfektionistisch veranlagt. Ich hab die erste Aufnahme gemacht, hab mich gefreut, ja, ja, geil. Hab es Rauschen gehört und dachte mir, scheiße. Hab mir ein Programm runtergeladen. Nochmal not. Ja, sag ich doch. Nase ist voll für den Arsch, Mann. Da rieche ich sogar mehr. Oder ich hätte wenigstens gehört, wenn jemand auf mich zustimmt. Wo wollte ich eigentlich hin? Ach, dann über. Scheiße, da darf ich wieder komplett außen rumlaufen, ne? Es ist halt genau da oben. Wirklich? So ein Scheißdreck. Naja, und dann bin ich irgendwann auf dieses Mikro gestoßen. Das T-Bone, irgendwas. Da geht's ja eh wieder nicht hoch. Oh fuck. Warte mal, da drüben ist ein Transporter. Bin ich jetzt behindert oder so? Ach scheiße, das ist wieder der. Ach komm, gehen wir zu der. Das habe ich durch einen anderen Kanal gefunden, weil ich habe mir dann die anderen Kanäle angeschaut. Da gibt es ja oft viele Kanäle, denn ihr Equipment unten mit rein in die Liste und dann dachte ich mir, hey, schaust mal nach, weil die ja machen viel Livestreams und so. Hatte ich eigentlich auch mal vor, mal schauen, ob noch was draus wird. Das Problem ist bloß, ich habe halt, wie gesagt, ich hatte eine 2000er Leitung. Siehst du, das wollte ich gar nicht mehr weitererzählt, ne? Boah, scheiße, Mann, ich bin sogar mal Zelteteil verpeilt. Was geht ab? Und ich habe dann ein Hybrid von der Telekom genommen und ja, jetzt habe ich im Prinzip zwei 16.000er Leitungen gebucht und habe halt, glaube ich, 25.000 oder so, keine Ahnung. Weil von dem anderen kriege ich nur 2 oder so. Und von dem anderen, stimmt aber dann auch nicht, habe ich bloß 18.000. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall kriege ich 2,5 Megabyte Upload und glaub, 4 Megabyte Download oder so. Das wundert mich jetzt aber gerade auch. Hä? Huh.
Aha. Egal. Bei Speedtest zeigt es 2,5 Megabyte Upload an. Ich glaube es zwar auch nicht, aber... Ja. Scheiß auf der... Ah, oder wahrscheinlich, weil das mir zur Verfügung gestellt worden ist. Boah, ich schweife schon wieder komplett ab, ne? Ha. Ja, wo war ich? Ja genau, dann habe ich mir dieses T-Bone-Ding Mikro geholt. Das ist so ein Großmembran. Und das war dann endlich mal, was meinen Ansprüchen genügt. So, jetzt gab es dann das nächste Problem. Ich kann es an der PlayStation 4 anschließen. Aber habe ich ein mittelgroßes Tier entdeckt? Das war doch nur ein scheiß Adler. Hä? Zebras! Stimmt, das habe ich auch noch nicht gezeigt. Ich habe neulich schon mit Zebras vermöbelt. Ich bin Chuck Norris. Ich vermöble Zebras. Gulasch! Bam! Uppercut. Kann ich die nicht einfach einlagern? Lebendig? Das stört mich schon irgendwie, dass ich die einfach abschlacht. Oder eher immer noch. Ja. So, jetzt war dann das Problem, ich habe ja immer noch auf der PlayStation aufgenommen. Da ist natürlich dann die Mikroqualität auch nicht so der Hammer. Ich habe zwar viel rumgespielt dann. Wo muss ich jetzt hin? Scheiße, dahinter, ne? Aber man bekommt halt einfach keine so gute... Scheiße, doch nichts. Ach, das habe ich schon mal ausgeräumt, ne? Das dauert noch ein bisschen, bis das wieder... sich regeneriert. Ja, ist wahrscheinlich vielleicht ein doof, aber ist so. Und ich habe da mal mit dem PC ausprobiert. Mit dem PC funktioniert es halt. Also da ist die Qualität halt komplett anders. So, jetzt hat man bloß ein Problem. Man hat einen alten PC, der 4-5 Jahre alt ist. Ja, ihr Mama. Leck mich. Ich kann es wahrscheinlich ausschalten, aber ich bin immer noch zu faul, im Menü nachzuschauen. Wo war ich? Ja. Aber wenn man einen 4-5 Jahre alten PC hat, ich bin mittlerweile schon 6 Jahre, keine Ahnung, dann kann man auch so eine Capture-Card nicht dran anschließen, weil man mindestens, was weiß ich, GTX 6 irgendwas braucht und einen i3 oder so. Und ich habe einen Athlon Phenom X6 gehabt oder so, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall mit dem heutigen Zeug konnte man da sowieso einen Scheißdreck mithalten. Und deswegen habe ich dann die letzten Monate, sagen wir mal so ab September, Oktober, habe ich mir dann immer wieder zusammengespart und mir die Einzelteile für meinen PC gekauft. Vor meinem Bruder habe ich dann sein... Was ist das da? Achso, ist ein Vlog. Habe ich dann sein altes Motherboard bekommen, oder beziehungsweise ein falsch gekauftes. Und dann dachte er, braucht ein neues und hat sich ein neues gekauft und sein Kumpel hat es dann irgendwie zerlegt und etc. 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 Das Ende vom Lied. Ich habe jetzt sein Motherboard. Und naja, dann Prozessor dazu. Und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir eine billige Elgato. Erst wollte ich mir die, was man in den PC stecken kann, kaufen. Die kostet aber halt 180 Euro, das Scheißding. Ja. Ey, ich wollte die Basis eigentlich aufbauen, ne? Und jetzt bin ich hier die ganze Zeit rumrennen. Jetzt fangen wir mit der Basis an, ganz einfach. Und ja, ich bin dann auch viel auf eBay immer wieder unterwegs gewesen. Scheiße, meine Nahrung geht langsam down, ne? Und nun ja. Achso, ich wollte das Zeug auch ernten, ne? Verdammte Scheiße. Und ja, da wäre mal eine gewesen für 20. Für 120 oder sowas. Aber irgendwann dachte ich mir dann, das wäre doch eigentlich gescheiter, wenn ich mir doch erstmal die billige Version kaufe. Deswegen merkt ihr das wahrscheinlich auch in den Videos, dass so immer so leichte Eine leichte Verzögerung in den. Wenn ich aufschreie, oh mein Gott, oder so. Dann ist das meistens schon passiert. Oder, nein, das kommt dann erst genau so rum. Klingt komisch, ist aber so. Das ist halt diese normale Standard-Elgato. Die hat halt eigentlich 2 Sekunden Verzögerung, habe ich gelesen. Aber scheinbar mit dem PC, mit dem
OBS Studio, was ich auf PC verwende, geht es irgendwie besser. Keine Ahnung warum, aber wenn es funktioniert, wenn es besser läuft auf dem PC, passt ja. Oh ja, ich sollte sauberes Wasser. Scheiße. Ach, leck mich, jetzt muss ich nochmal los. Ach komm, ich klaue euch einfach euer ganzes Wasser hier, Penner. Und naja, dann habe ich mir für 60 Euro die Elgato geholt. 60 waren es, glaube ich. Die Elgato normale Capture Card HD. Da geht auch bloß Videos 1080p, 30 FPS. Mehr brauche ich eh nicht machen, weil, wie gesagt, mein Computer. Meine Leitung. Ich meine, ich lade jetzt schon ein Video von 20, 25 Minuten in 2 Stunden hoch oder so. Ja, das ist nicht das Beste. So, was habe ich hier noch? Noch mehr Grauwolf. Das Geiste war ja sowieso. Ich habe damals gedacht, der will mich doch verarschen. Ich habe mir die Elgato geholt, an die PlayStation angeschlossen und dann hat es erstmal nicht funktioniert gleich. Dann habe ich an dem einen Tag schon mal keine Videos hochladen können, weil es halt, ja, weil es halt nicht funktioniert hat. Das ist Essensding, da ist das Essensding. Hauen wir 8 Zwiebeln rein. Das hauen wir rein. Und ein bisschen Grauwolfsuppe hauen wir 2 rein. So. So, dann hat es am ersten Tag erstmal nicht funktioniert. Am zweiten Tag. Ja, hat's dann funktioniert und dann habe ich gemerkt, dass ich keinen Sound habe. Ich dachte, ich gehe jetzt irgendwen umbringen. Ja, geh weg. So, jetzt. Mach ich gerade den Wermut, Gemüsefarm, Mais. Achso, ja, das wird ja gleich angezeigt, ne? Nein, was mache ich jetzt? So rum. Ich glaube, ich muss mein Lager doch gleich erweitern. Ich kann bestimmt nicht so viel Eisen, dass ich das komplett außen rum bauen kann. Na komm, wir machen hier einfach noch eine zweite Reihe. Platzierungslimit. Oh, ich kann ja wirklich bloß 2 davon bauen, wollt ihr mich verarschen? Okay, der Hund, der ist da drüben voll und zuckt und... Ich träumt schon wieder. So, passt. Ich kann wirklich nichts mehr bauen, ne? Ich müsste ein Zelt bauen. Warum muss ich Nylonfaser verbrauchen? Ach komm. Damit ich hier nicht rumspacken, machen wir halt noch ein Zelt. Achso, das ist bloß so ein kleines Zelt. Ich dachte, das ist so ein stehendes. Gemeinschaft medizinische Versorgung. Bla bla bla. Ich habe gerade wieder für Sendegebäude. Die Wiedergabe ist nur in einem bestimmten Umkreis hörbar. Geil. Wiedergabe starten. Ist ja geil. Alter, das ist ja Wahnsinn. Ist das geil. Ach so, ja. Ja. So, wo war ich stehen geblieben? Verdammte Scheiße. Oh, da drin hört man es gar nicht, so ein Mist. Und übrigens, meine Basis ist erweitert worden. Und deswegen, klar, wir kommen jetzt dann mit dem nächsten Wurmloch-Ding, kommen wir heim. Scheißdreck, kommen wir heim. Und dann habe ich mir die Elgato gekauft, angeschlossen. Wie gesagt, hat nicht gescheit funktioniert. Nächsten Tag hat es dann funktioniert und dann hatte ich keinen Sound. Ich alles rumgestellt, warum geht es nicht? So, dann habe ich festgestellt, bei wenn du eine Elgato kaufst, hast du ein spezielles Kabel dabei. Wo 1000 andere Kabel dran sind. So, das war aber nicht dabei, weil ich dachte mir, komm, scheiß drauf, kaufst dir es normal. Boah, 503 Eisen. Ach nein, 15 gibt's dazu. Ah, super. Alter, wollt ihr mich verarschen? Das sind so riesen Dinger und ich krieg bloß 10 dazu.
Und habe ich festgestellt. Hä? Warum kann ich das jetzt alles abbauen? Weil es an dem Ding anschließt oder was? Ne, jedenfalls habe ich dann festgestellt, das ist ja nicht dabei gewesen, weil ich habe es gekauft und der hat ja auch dazu geschrieben gehabt, ja, ohne Kabel und so, dachte ich, hey, komm, brauchst nicht. Ich meine, HDMI-Kabel habe ich selber und so einen Scheiß. Ja. Das Kabel brauchst du, damit du Sound auf dein Headset bekommst. Weil wenn ich nämlich ohne Headset aufnehme, dann hört ihr ja alle Scheiße doppelt. Und es ist halt schöner, wenn ich auch was vor der Musik höre. Also nachgeschaut im Internet. Wenn du es direkt beim Hersteller kaufst, kostet es 25 Euro. Nur das kleine scheiß Kabel. Ja. Dann habe ich auf eBay nachgeschaut und dann, wie ein Wunder, es gibt jemanden, der das verkauft. Jetzt gab es da nur ein Problem. Oder eins, was mich dann gestört hat. Dieser elende Sack, wo ich das abgekauft habe, hat das Kabel einzeln verkauft. Für einen Zehner. Wirklich, für einen 10 Euro hat er das einzeln verkauft. Da denke ich mir, willst du mich verarschen? Ich bin froh, der hat dann bloß noch 1,40 Euro oder so Versandkosten. Welcher kleines Päckchen und so. Aber dann habe ich halt von dem noch dieses blöde Kabel gekauft, weil ich nicht eingesehen habe, dass ich 25 Euro vom Hersteller verlange und der das mir dann erst 3 oder 4 Tage später schickt. Ich dachte damals, ich flippe aus. Tja, dann habe ich mir das Kabel gekauft, das ist dann gekommen, dann habe ich es angeschlossen nach mehreren Videos. Und habe mir auch andere Kabel dazu gekauft, weil du brauchst, das Ding musst du an der Elgato anschließen, danach brauchst du ein längeres Kabel für daher, was wieder anders ist, dann brauchst du an dem Kabel, brauchst du dann wieder ein anderes Kabel. Und dann brauchst du so ein Verteilerkabel. Halt, nein, das erste Nein, an das lange kommt das Verteilerkabel. Genau, und dann brauchst du nochmal so extra Verteilerkabel für den Controller. Wo du dann da wieder anschließt. Das ist echt ein Kabelsalat, aber es funktioniert. Und die Qualität von der Aufnahme und alles Mögliche spricht halt für sich. Wobei ich natürlich nicht sagen kann, dass ich jetzt irgendwie 1080p mit 60 FPS anbieten kann, weil nur diese 60 FPS, das von 30 auf 60 zu erhöhen, das haut teilweise ein Gigabyte noch mit rein, ey. Boah, und ich habe, so ehrlich gesagt, ich habe keine Lust, 3-4 Stunden hochzuladen für ein Video. Dazu haue ich einfach zu viel Scheiße hoch. Ich meine, ich habe mal 3 Tage Elex aufgenommen. Gespielt wie ein Blöder, damit ich es endlich durchbringe. Und ja. Ich glaube, ich habe Elex noch einen Monat lang hochgeladen, bis ich endlich alle Dinge hatte. Gut, ich muss dazu sagen, in der Zeit habe ich wieder andere Spiele gespielt und habe ich Elex mal wieder 2 Tage vergessen und dann. Und so weiter und so fort. Jetzt muss ich hier kurz was nachschauen. Ich habe nämlich wieder einen Kommentar bekommen. Ich habe nämlich die Folge 12 von Metal Gear Survive, habe ich vergessen, in die Playlist zu schmeißen. Ich dachte schon, ich hätte sie komplett vergessen, weil jemand geschrieben hat, wo denn die hin ist. Warte. Du willst mich verarschen, das ist dann so eine Erhöhung. Oh, ist das geil. Ist das geil. Gib her. Hä? Was ist jetzt los? Oh, du willst mich verarschen, jetzt macht er wieder so einen Zoom. Yeah. Ich meine, ich find's geil, aber. Hä? Warum wird eigentlich das Ding aufgenommen? We are now ready for battle. Nein. From observing you all this time. I see how much stronger you've become. All that's left to do is, well, to go out there and halt die Schnauze! I pray you are victorious. Ich bin nicht. Nein! Isn't this great, Chris? Now we can go back home. Wir sind noch nicht fertig, Mann. Yeah. So this will all be over soon. Huh. What are you gonna do, Miranda? Before you talked about maybe staying behind. You're going back too, right, Captain? That being the case. But I want to come back someday. I want to find a way to cure the Wanderers. I see. That's something you would do. Well, you know, I think I'll be a little sad to leave this place behind, won't you?
This has been a once in a lifetime experience. I wouldn't mind spending a little more time. Leck mich, Leute, es geht jetzt noch nicht los. So I should leave you off the return manifest, Nicholas? Oh, good gravy, I was kidding. Hey, my name better be on that thing. Everyone, generating the wormhole home will be quite dangerous. Please stay focused until the operation is complete. Bitte nicht aktivieren. Nein, nicht aktivieren. Oh Gott sei Dank. Captain, as soon as preparations are complete, access the wormhole. Oh, du wirst mich doch verarschen, du scheiß dämlicher Computer, Alter. Wie ich begebe mich jetzt erschrocken, ey. Scheiße, was mache ich jetzt? Dann cutte ich das raus. Also hier lasse ich es drin, aber ich wollte eigentlich die Folge anders markieren. Okay, die Folge kommt dann halt doch in der Reihenfolge. Verdammte Scheiße. Mit der Musik im Hintergrund, meine Fresse. Fuck, ich bin komplett verwirrt. Was geht jetzt ab? Als ob ihr jetzt nach Hause kommt. Ihr könnt mich am Arsch lecken. Ihr kommt hier nicht weg, solange ich nicht fertig mit dem Baum bin. Ups. Smoker Grill. Fesselte Gegenstandsbergbank. Bla bla bla. Da haben wir den ganzen Scheiß. Wassertank. Ach, das ist dieses billige, der billige Scheißdreck. Reinigung für Regenwasser. Brauche ich für das, brauche ich eigentlich dann. Ach nee, ich kann ja eh bloß zwei bauen. Ja, okay, scheiß drauf. Haben wir alles. Enzian haben wir auch gebaut. Ich könnte ja eigentlich das auch noch herhauen, oder? Heilkräuter Farben Wermut. Oh ne, könnte ich nicht. Ich habe gar nichts davon. Chinesischer Wegerich. Was zur Hölle? Ein Ziegel brauche ich. Oh ja, ich könnte mein Ding mal aufleveln. Scheiße, ich habe jetzt komplett den Faden verloren. Wo war ich denn? Oh komm, bitte zweimal, bitte zweimal, bitte zweimal, bitte zweimal, bitte zweimal. Yes! Zwei Fertigkeitspunkte. Mich stört es irgendwie, dass das nie erweitert wurde. War schon besser schießen und irgend so ein Scheiß halt. Es geht auch auf Stufe 20 weiter. Aha. Auf Vitalität geht noch eins nach. Was war das eigentlich? Das war die Bewegung mit Ziehen von Waffen. Und das war die Ausdauer. Okay. Ja, die Fähigkeit interessiert mich eigentlich nicht, weil die normalen Waffen, ihr könnt mich mal. Da kommen die Viecher mir viel zu nah. Sprungangriff, klar. Als ob ich so blöd bin und in so ein. Was zur Hölle? Der zerfetzt die ja richtig. Willst du mich verarschen? Was zur Hölle? Who the hell? So. Ja, ich glaube, wie ich dann aufgenommen habe, habe ich dann. Granaten. Endlich mal Verwendung für mein TNT, Mann. Ich meine, ich habe ja nur 111. Geil. Ballonfalle. Schränkt die Bewegung für berührte Kreaturen ein. Ein paar Flacken hauen wir uns wieder rein. Es würde mich so wundern, wenn wir jetzt halt einfach gewinnen würden. Improvisiertes Fernglas, Highspray. Ja, komm, scheiß aufs Highspray. Was haben wir hier denn noch? Ah, das schaut doch schon mal besser aus wie der andere Scheißdreck. Ins Inventar. Zack. Oh fuck, ich habe bloß noch 396 Kuba an Energie. Ich muss mal wegen Monster killen gehen. Was braucht die? 556er Standardmunition. Oh, voll machen. Macht der bloß 20 Schuss?
Willst du mich jetzt verarschen? Der macht da zwei Schuss daraus? Wirklich? Seid ihr bescheuert? Ja gut, dann machen wir jetzt mal eine Standardwaffe aber noch voll. Die kleine da. Scheiße, was war das? 9,19. Ich meine, da krieg ich sogar drei raus, also was soll der Scheißdreck? Stehen da nur 17? Achso, das ist dann meine zweite Hauptfeuerwaffe. Ah. Super, wegen einer Munition oder das ist umgerüstet. So. War hier sonst noch irgendwas? Scheiße, ich hab meine Basis immer noch nicht richtig angefangen aufzubauen, ne? Was gibt's noch zu erzählen? Irgendwie habe ich jetzt durch den Scheißdreck komplett den Faden verloren. So ein Dreck. Alter, ich darf jetzt halt wirklich die ganzen Zäune nach außen richten. Ihr wollt mich doch verarschen. Und warum sind jetzt da die Barrikaden mit Stacheln? Demontieren oder mache ich die Zäune einfach eins weiter hinten? Könnte ich eigentlich machen. Kann ich dann mal rüberklettern? Muss ich eigentlich noch drüber gucken, oder? Ja. Ach, das sind ja nur Holzdinger, wollt ihr mich verarschen? Oh. Das reißen wir gleich mal wieder ab. Jawohl, für die Verteidigung reicht es eigentlich auch halt. Ah, wegen Zoomen. So. Was gibt's noch? Ich werde jetzt dann, denke ich mal auch, das ist mir in den letzten Tagen, ich habe jetzt Urlaub gehabt. Zwei Tage. Resturlaub. Deswegen konnte ich auch so viele Folgen raushauen nach und nach, aber ihr habt ja bestimmt gemerkt, jetzt ist dann ein bisschen weniger geworden. So zwei, drei Folgen dann bloß noch am Tag. Da will ich dann schauen, dass ich das ein bisschen regelmäßiger mache. Das heißt, so zwei Folgen pro Tag muss dann denke ich mal, reichen. Ne, das geht nicht. Ja, warte, kommen die doch nicht hier durch? Ah, ich muss ganz außen machen. Ach, verdammter Dreck. Gut, wird doch wegmontiert. Habe ich eigentlich? Ich hab das bestimmt noch nie. Zaun mit Stacheldraht oben dran. Nein, habe ich nicht. So ein Scheißdreck. Außer ein Holzzaun halt. Ach verdammt. Also gut, dann gehen wir halt doch nach Hause. Ah ja genau, ich war ja beim Erzählen. Verdammter Scheiß. Und da will ich dann schauen, dass ich so am Tag halt von den Folgen jeweils zwei raushau. Ich habe ja auch noch Kingdom Come nebenbei laufen, aber ich dachte mir jetzt... Weil auf diese zwei Spiele, Sword Art Online und Metal Gear Survive, so viele eingestiegen sind, dachte ich mir, lade ich lieber die zuerst hoch. Ich meine, ich bin gestern sogar gefragt worden, wann die nächste Folge kommt. Ihr wisst gar nicht, wie happy ich darüber war, dass überhaupt jemand unbedingt die nächste Folge sehen wollte. Kann ich denn alle einsammeln? Nee, scheinbar nicht. Scheiße. Und ich
Achso, die habe ich noch gar nicht geholt. Ich werde dann, wie gesagt, versuchen, dann jeden Tag 2 Folgen hochzuladen. Dann werden das mit Kingdom Come dann, denke ich mal, am Tag 5 Folgen oder so. Weil ich muss ja jetzt dann wieder in die Arbeit, dann ab morgen. Also bei mir ist jetzt, wenn das hochkommt, morgen ist Dienstag, Mittwoch. Und das, denke ich mal, lässt sich unter der Woche eher stemmen, als wenn ich dann jeden Tag 6 oder 10 Folgen hochhau. Ich meine, ich zock viel, ja, aber so viel kann ich dann doch wieder nicht zocken. Gut, kann ich auch, aber... Ein paar andere Sachen möchte ich auch noch machen neben dem Zocken. Ich bin ja momentan gerade am Japanisch lernen. Ich möchte mal... Ich habe schon Ewigkeiten, wie gesagt, ich schaue auch gern... Ich schaue auch gern Animes und so ein Zeug. Und ich habe mir erst vor... Monat? Sagen wir es besser so. 4 Tage vor Weihnachten habe ich mir habe ich mir 2 Finger gebrochen. In der Arbeit. War natürlich extra nur deswegen. Weil ich es einfach geil fand. Und da hatte ich mir dann vorgenommen, eher okay, du bist jetzt ungefähr einen Monat daheim, musst einmal die Woche zum Arzt. Holst mal die ganzen Spielfilme und so nach, was man schauen wollt. Ja. Irgendwann habe ich einen Anime gefunden. Welcher war denn das? Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Ich dachte mir, hey komm, dann schau es dir mal an. Du musst dir auch mal wieder Animes schauen. Weil ich habe bestimmt ein Vierteljahr bloß noch diese Standard-Animes geschaut, wo kommen. Was heißt denn Standard? Also Dragon Ball Super und... Was war's denn? Black Clover habe ich dann angeschaut. Das läuft ja momentan. Kann ich übrigens empfehlen. Außer der Hauptcharakter ist euch zu nervig, dann kann ich es euch doch nicht empfehlen. Boah, die Folge geht schon eine halbe Stunde, scheiße. Und dann war ich zu Hause geguckt und hab halt... Alter, wie gesagt, ich war 4 Wochen war ich daheim. Und ich hab 2,5 Wochen, weil ich ja nichts zocken konnte, weil das war in meiner rechten Hand. Ich hab zwar dann versucht auf PC zu zocken, aber das hat nicht so ganz so gut funktioniert. Leck mich am Arsch. Ich hab dann 2,5 Wochen nur noch Animes geschaut. Bis nachts um 4 teilweise. Das war leichtes Suchtverhalten. Ich habe meistens Animes rausgesucht, wo so eher Richtung Action gehen. Hey, hau drauf, hau weg die Scheiße. Aber ja. Ich glaube, ich fange jetzt nochmal hier an. Und irgendwann bin ich dann sogar, weil ich dann einen lustigen gefunden habe. Welcher war denn das? Ah ja, der ist auf einer Seite, ist der empfohlen worden. Ich dachte mir, hey komm, die ganze Zeit hast du jetzt Action geschaut, probierst mal was Neues aus. Comedy Romance Animes. Und nein, die sind nicht so kitschig, wie ihr denkt. Ich habe dann Hajime no Gal, oder wie der heißt, habe ich angeschaut. Da geht es um so einen Typen, der wohl ganz nah bloß um Sex denkt. Mit seinen anderen 3 Kumpels. Wobei Ander voll der Lollikon ist, also Ander für Leute, die es nicht wissen. Das ist jemand, der wo halt auf die kleinen Mädchen steht. Und der wird dann gezwungen, dass er der einen, ja, er will mit ihr ausgehen und so. Und es ist halt so voll die Fashion-Style-Tussi. Und da geht die halt wirklich dann mit ihm aus. Am Anfang, das ist halt teilweise total versaut, Alter. Ich habe noch nie so einen versauten Anime gesehen. Warte, gleich kommt's. Bis ich den dann beendet habe. Der ist dann später am Schluss dann doch noch ein bisschen so romantisch geworden und bla bla etc. Aber ich fand trotzdem halt lustig wie Sau, vor allem der Übersetzer, der hat's halt leicht übertrieben. Ich habe nämlich dann mal in Manga nachgeschaut, also andere Leute, die wohl in Manga übersetzt haben. Da ist er einfach nur im Prinzip Jungfrau-Chan genannt worden oder sowas. Im Anime hat er halt das übersetzt mit Sockenficker. Also, wär's ernsthaft. Jedes Mal, wenn die eine zu ihm Jungfrau-Chan gesagt hat oder so, dann war ihm im Anime Sockenficker gestanden. Also wirklich, ey, was geht denn ab? Ich hab mich so teilweise weggeschmissen. Was jetzt los? Achso. Und dann dachte ich mir, ey, komm, du schaust jetzt noch ein paar mehr. Und dann habe ich noch einen gefunden.
Wie heißt der? My girlfriend is a virgin bitch oder so. Dachte mir, oh weh, das hört sich ja noch schlimmer an. Und es war dann noch schlimmer. Ernsthaft, das war dann noch viel schlimmer. Da gibt's dann auch so einen Jungen, der wo dann ein Mädchen fragt halt, oh ja, er ist ja schon lange in sie verliebt und jetzt möchte er den Schritt machen. Und sie fragen, ob er mit ihr ausgeht oder ob sie seine Freundin sein will. Und was ist dann passiert? Sie sagt ja. Soweit alles noch in Ordnung. Und dann sagt sie den Satz, der wurde es dann komplett in die Tonne schmeißt. Ich werde jetzt erstmal alle 45 Stellungen aus dem bestimmten Buch auswendig lernen. Alles ist still im Anime. Ich war auch dort und kurz dachte mir, what the fuck? Was geht da ab? Und alter Schwede, der Film, der Anime, der ist so schlimm. Der ist so verdammt schlimm. Ey, Alter. Das ist, ich trau mich gerade noch mehr zu erzählen, hey. Vor allem die Mutter ist dann genauso. Die Mutter schaut genauso aus wie die Freundin von dem. Die trifft er dann irgendwann so Mitte der Staffel. Das sind bloß 13, 12 oder 13 Folgen. Und, Alter, die ist halt genauso schlimm. Dumm wie Stroh. Aber nur 6 im Kopf, Alter. Nur 6 im Kopf. Ich meine, was gibt's da für eine Folge? Achso, ja. Junge verläuft sich im Zoo. Die und ihr Mann sind so im Zoo. Der Mann ist im Prinzip, das ist, kannst fast sagen, das ist genau das Gegen, genau dieselbe Kombination. Oh, ich hab's endlich auch nicht gebaut. Das ist im Prinzip dieselbe Kombination. Hä? Warum kann ich hier nicht weiterbauen? Hab ich kein Eisen mehr? Oh, ich habe keine Kuban-Energie mehr. Okay, ich gehe mal schnell Zombies metzeln. Das ist im Prinzip halt echt dieselbe Kombination wie die Eltern. Also der Junge und das Mädchen, das versaute, und der Vater und das versaute, die versaute Mutter. Alter, Junge verläuft sich, die Mutter, hey, hast du dich verlaufen? Der Vater schwelgt so, oh, sie ist so hilfsbereit. Und dann, hey, schau mal da drüben, da siehst du erstmal zwei Affen rammeln. Der Vater, oh verdammte Scheiße, wem gehört das Kind, schnell! Das ist so Hammer, ey. Nee, ich hab den Anime dann komplett geschaut, Alter, der ist also so versaut, den Anime hab ich noch nie gesehen, ey. Kann natürlich vielleicht auch der Übersetzung ein wenig geschuldet sein und so, aber, boah, fuck, man. Boah, scheiße, die Folge geht jetzt 36 Minuten, Mann. Ich wollte eigentlich bloß mal 20 Minuten quatschen. Ach, scheiße, ich hab's... Ich bin sogar bei meinem Zentral verpeilt. Das ist das, wenn man. Ich bin nicht multitaskingfähig, das merke ich schon. Was wollte ich noch sagen? Achso, ja, deswegen habe ich. Aber weil ich mal schon immer nach Japan wollte und ich wollte die Sprache auch unbedingt lernen. Denkt sie vielleicht an, ey komm, du kommst doch mit Englisch auch weiter? Ja, das ist mir klar, aber mich hat die Sprache auch schon immer interessiert. Vor allem, weil ich mir auch denke, ich würde auch gern die Animes dann vielleicht originalgetreu anschauen. Mit der Originalsprache. Also ich schaue sie sowieso mit der Originalsprache, aber halt, ihr wisst schon, was ich meine. Do you know what I mean? Und deswegen bin ich momentan auch mal am Japanisch lernen weg. Da drüben. Wegen Bücher gekauft. Und ihr werdet es nicht glauben, aber ich versuche auch die Schrift zu lernen. Einfach nur, weil ich mir denke, warum nicht? Fuck, ich bin jetzt genau zwischen denen, ne? Du siehst mich nicht, verpiss dich! So, abschleppen. Schnell, bevor der andere das Zucken aufhört. Der Abschleppdienst ist da, ADAC. Und, ja, Japanisch lernen kostet halt auch ein bisschen Zeit. Und das habe ich jetzt die letzten zwei Tage halt gar nicht mehr. Oh. Hopp, geh mal dahin.
Du wirst mir jetzt erzählen, dass der Wichser da drüben das auch gehört hat. Hopp, du siehst mich nicht. ADAC bitte, abschleppen! Vielleicht mache ich da auch zwei Folgen draus. Wer ist eigentlich wurscht, wie lange ich es mache? Alter, wirklich? Kannst du aufstehen? Ich muss dich da umbringen. Da. Abschleppdienst ist wieder da. Mach's gut. ...2250, das ist schon krass. Jetzt habe ich schon wieder 10.000 gesammelt. Ist jetzt heavy, bitch. Das Schlimme an den Zeichen, an den japanischen Zeichen, wenn man die lernt, ist halt wirklich... ich konnte mir jetzt aus... Da gibt es ja verschiedene. Es gibt ja... Keine Sorge, das wird jetzt kein Lektionsunterricht. Es gibt ja Hiragana, das ist die Standardschrift, kannst du fast sagen. Dann die Katakana. Scheiße, ich hab den Namen schon wieder vergessen. Das sind im Prinzip zwei Dinger, die wo hauptsächlich die japanische Sprache daraus besteht. Und Kanji. War das Kanji? War glaube ich Kanji. Kanji ist im Prinzip vom Chinesischen. Oh, was haben wir hier? Das ist doch mehr, oder? Komm hier, so viel Scheiß, nimm doch was mit. Und ich bin jetzt gerade bei der Hiragana. Das sind 45 Zeichen. Das wird halt mit Lauten und sowas, wird das halt gemacht. So Na, Ho, Hi. Es gibt aber auch Einzeldinger, so I, A, O und sowas. Und ey, es gibt halt einfach zu viele Zeichen, die wo sich ähneln. Ich habe mir da ein Buch gekauft dafür, dass du da mit so Eselsbrücken irgendwie Hinterhalt, Hi. Hinterhalt und Fallgrube fürs Zeichen. Das ist dann im Prinzip wie so ein U mit zwei Strichen jeweils am Ende. Habt ihr das gehört? Habt ihr das nicht gehört? Geht ihr da jetzt hin? Ich glaube, die gehen da hin. Ja, tatsächlich. Oh, und jetzt kann ich da nicht hoch, du wirst mich verarschen. Nee, und die Sprache an sich ist ja nicht mal... Oh oh! Oh 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 oh! Mayday, Mayday! Hör auf dich rumzudrehen! Dämliches Arschloch. Geh mal da rein. Reifen her. Ihr müsst euch den mal vor. Scheiße, ich komme da gar nicht raus. So, den kann ich jetzt clearen. Okay. Na gut, Leute, ich habe hier eine neue Sache, nennt sich Zaun. Wollt ihr kommen und einen ausprobieren? Zuckt der dann eigentlich auch, wenn ich den bloß im Körper treffe? Nö, schade. Ihr wollt mir doch jetzt nicht erzählen, dass ich jetzt da nicht rumkomme. Warum zur Hölle ist im Haus einer? Ja, dann gibt's halt doch nicht so viel Kuban-Energie. Hä? Ja, Trottel. Selber schuld. Ja, dich lösen wir mal auf. Na gut, aber ich glaube, ich beende jetzt hier die Folge, weil... Die geht jetzt 43 Minuten, verdammte Scheiße. Ich
wollte eigentlich bloß nur eine kurze, so 20 Minuten ein bisschen rumbauen Folge, dann ist es erst ein bisschen suchen gewesen, dann ist wieder ein bisschen rumbauen gewesen, dann ist ein bisschen abbauen gewesen, dann ist nochmal ein bisschen suchen gewesen, das brauche ich Energie. Toll. Ne, aber ich bedanke mich jetzt nochmal ganz herzlich bei den ganzen Leuten, die mich unterstützen und mir Tipps gegeben haben. Und wenn's bloß, ey, gutes Video oder so war, ey, das hat mich echt gefreut. Und es hat mir echt Spaß gemacht. Ich bin eigentlich einer, der eigentlich nicht so viel schreibt. Ich bin eher zurückhaltend bei sowas. Oh fuck my. Ding geht auch aus. Warte mal, das ist jetzt der falsche Knopf. Ich laufe in die verkehrte Richtung, ne? Was war das jetzt? Dann ne. Und ja, ich werde weiter so machen und wenn ihr Anregungen und alles habt, schreibt's ruhig in die Kommentare, haut's drunten rein. Und aber seid mir nicht böse, wenn ich mal welche übersehe oder vergesse, weil irgendwie zeigt's nicht alle an. Ich habe gestern Abend zum Beispiel, da sind mir viermal ist mir was geschrieben worden. Ich habe da nichts bekommen, ich habe es erst dann irgendwann dann gelesen unten, da gibt's dann, wenn du beim Creation-Ding bist, vor die Videos, siehst du dann unten die Kommentare und da dachte ich mir, hey, das sind noch neue. Aber wie gesagt nochmal, ich bedanke mich herzlich bei euch für eure Unterstützung und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus. Kiste.